Hallo DWZ-Fans, ich bin heute in Afferde bei der Hundeschule Rock & Dog. Es geht heute um Giftköder. Wie erkennt mein eigener Hund, also euer Hund, wie erkennt euer Hund, dass es sich bei einem Leckerli um einen Giftköder handeln könnte? Wir werden das erfahren und auch mal gucken, ob hier die ersten Anwendungsbeispiele dann auch funktionieren auf dem Gelände hier an der Hundeschule. Mein Name ist Matthias Ludwig, bin hier der Betreiber von Rock & Dog und Diensthundeführer bin ich damals geworden, weil ich es wollte. Von Anfang an hat mich das fasziniert, mit einem Hund zu arbeiten generell. Und dann hat sich das einfach ergeben, dass ich im Laufe meiner Bundeswehrkarriere die Chance und das Glück hatte, als Diensthundführer ausgebildet zu werden und auch so lange Zeit arbeiten durfte. Das hier, das ist Lito. Hallo. Lito ist im Moment ein bisschen auf Zack, denn er darf gerade raus, draußen frei auf dem großen Feld der Hundeschule sich frei bewegen. Wir haben hier aber Giftköder ausgelegt für die Demonstrationszwecke und wir werden jetzt mal sehen, ob Lito darauf anspringt oder was er macht. Aber zuerst klären wir, um was es sich für Giftköder handelt. Eins vorweg, die Köder sind absolut sicher präpariert, kein Hund kann sich hier vergiften. Es geht vor allem um den Geruch. Der Hundeprofi erklärt das Prinzip so. Es entsteht ein Duftfeld, das heißt, ich habe es nicht nur hier, wo der Geruch rauskommt, der physikalische Gasdruck als solches, sondern wo er ausquellt. Das ist wie so ein Schutzschild, er meidet es. Er will da eigentlich gar nicht ran. Es handelt sich hierbei um echtes Gift. Der Köder enthält Wurst als Leckerli, für jeden Hund ein feiner Snack, aber zusammen mit dem blauen Rattengift ergibt dieser Mix eine tödliche Mischung. Zeit für den Test. Wir packen sie jetzt einfach mal rein. Wie wird sich Hund Lito verhalten? Und jetzt haben wir's. Habt ihr das gesehen? Er macht einen großen Bogen um den Giftköder. Er hat das. Wollen jetzt lieber zukommen. Also der Einstieg ist bei meinem Coachings, dass ich dem Menschen erstmal beibringe, seinen Glaubensgrundsatz über das Wort meiden zu verändern, zu überdenken. Das geht in der Regel sehr schnell. Denn meiden ist negativ behaftet, aber letztendlich vermeide ich ja Situationen, die mir unter Umständen oder meinen Lieben schaden können. Wenn der Mensch das begriffen hat, dann ist es relativ leicht, auch dem Hund zu vermitteln, dass etwas zu vermeiden, was Gutes ist. Wenn der Hund gelernt hat, gewisse Futtermittel etc. Liegen zu lassen, also zu vermeiden, diese aufzunehmen, dann beginnen wir, das positiv zu bestätigen, dieses Meideverhalten als solches. Und dann werden wir letztendlich tatsächlich wirklich echte Giftköder benutzen, um das darauf auszuweiten. Also die gängigen Stoffe werden da dem Hund konditioniert. Und wenn ich als Sprengstoffspürenführer meinem Hund 34 Sprengstoffe beibringen kann, dann kann ich mir auch beibringen, dass er 3 bis 5 Stoffe als Beispiel, die halt giftig für ihn sind, vermeidet oder halt auch anzeigt. Hund Lito hat so gelernt, Giftköder einfach liegen zu lassen. Ja, super. Gut gemacht. Was der Hundecoach von Menschen hält, die solche Giftköder auslegen, erzählt er mir am Ende vom Interview auch noch. Es sollte ja jugendfrei bleiben, nicht wahr? Gar nichts. Ich verstehe nicht, wie man so niederträchtig, so böse und so gemein sein kann. Sich darüber aufzuregen, wird uns nicht weiterbringen. Ich denke, präventiv zu arbeiten, ist da der Weg nach vorne.